Das ist Anja. Bis vor kurzem stand sie noch in der Klasse und hat Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Nun arbeitet sie seit einigen Wochen von zu Hause aus. Der Umstieg auf Distance Teaching ist ihr sehr schwer gefallen, auch wenn Schulleitung und Kollegium sehr unterstützend waren und auch noch immer sind. Anja ist trotzdem mit einer großen Bandbreite an Gefühlen konfrontiert. Und diese sind nicht immer positiv. Sie ist genervt, weil viele der Geräte nicht funktionieren, wie sie sich das vorstellt. Dann wieder voller Freude, wenn doch was funktioniert. Wütend, wenn sie niemanden erreicht. Einfach nur fassungslos, weil sie nicht weiß, wie das alles funktionieren soll. Und manchmal auch etwas einsam. Nach kurzer Zeit ist ihr aufgefallen, dass dies auch bei einigen Schülerinnen und Schülern der Fall ist. Daher hat sie drei Möglichkeiten gefunden, die Kindern und Jugendlichen eine Chance geben sollen, sich einen Moment mit ihren Gefühlen zu beschäftigen. Und das Ganze getarnt als humorvoller Lehrauftrag. Die erste Möglichkeit ist am ehesten dem Kreativbereich oder der Kunst zuzuordnen. Der Arbeitsauftrag könnte lauten: Zeichne, was du machen möchtest, sobald die Situation es wieder zulässt. Außerdem können Sie noch Stil und Materialien vorgeben, ganz wie es zu Ihrem momentanen Unterricht passt. Mein Bild ist im Comic- und Schwarz-Weiß-Stil gehalten. Die zweite Möglichkeit ist am ehesten in die digitale Grundbildung einzuordnen. Wir haben dafür eine Vorlage am Lehrerinnen-Web, die ich Ihnen verlinkt habe, und zwar mein Tag in Emojis. Der Arbeitsauftrag könnte lauten: Nimm dir jeden Tag ein paar Minuten, um zu reflektieren, wie es dir zu den unterschiedlichen Tageszeiten in der Liste gegangen ist, und trage es mit dem passenden Emoji ein. Die Emojis können ruhig kreativ sein. Vielleicht findest du welche, die dir in den digitalen Medien noch fehlen. Eine weitere Variante wäre die zur Wortschatzerweiterung. Dazu haben wir eine zweite Vorlage vorbereitet. Die heißt Mein Tag in Gefühlen. Hier ist es wichtig, im Arbeitsauftrag zu erwähnen, dass es möglichst genau ein Wort zu finden gilt, wie es den Schülerinnen und Schülern ergangen ist. Also nicht bloß gut oder schlecht, sondern vielleicht träumerisch oder auch mal einsam. Vielleicht waren sie neidisch auf etwas oder sie sind traurig oder auch froh, entspannt, motiviert, fühlen sich geliebt oder manchmal auch einfach nur ein bisschen komisch. Auch eine englische Variante ist bereits in Arbeit. Die dritte Variante ist den Naturwissenschaften zuzuordnen. Es geht darum, in einer Geschichte verpackt den Figuren, die gewählt werden, einen Vulkanausbruch miterleben zu lassen. Dazu benötigen sie ein Behältnis mit Sand oder Erde, Backpulver drinnen und dann noch einem Schuss scharfem Essig. Gepimpt werden kann das Ganze noch mit roter Lebensmittelfarbe. Hey, was ist denn da los, Leute? Seht ihr, was hier abgeht? Nein, was denn? Ich höre es nur komisch prickeln. Achtung, ich glaube, es geht gleich los. Ich möchte näher, näher. Auf keinen Fall näher. Bist du verrückt? Das könnte gefährlich werden. Das ist doch schließlich ein Vulkan. Ich würde auch lieber ein Stück zurückgehen, wenn ich du wäre. Du hast nicht mal einen Panzer.
Ach, was ist los mit euch, Leute? Oh oh, schon geht's los. Wow, ist das spannend. Seht euch das an. Du bist viel zu nah dran. Das ist unsicher. Schaut, es ist ganz langsam. Da passiert gar nichts vieles. Müffelt nur ein bisschen. Bist du dir sicher, dass das nicht du bist? In dieser Richtung könnte es weitergehen. Und wichtig ist, im Arbeitsauftrag festzuhalten, den Schülerinnen und Schülern auch eine Form der Dokumentation mitzugeben. Wenn es möglich ist, kann es gefilmt werden in einer Art Kurzfilm oder auch in einer Fotogeschichte. Oder wenn keine Materialien vorhanden sind, keine technischen Materialien, dann einfach in einer Zeichnung. Zur Vertiefung danach können die Schülerinnen und Schüler die chemische Reaktion in Worten beschrieben bekommen. Dazu habe ich Ihnen ein paar Links in die Infobox gepackt. Auch am Lehrerinnenweb haben wir einige Ideen gesammelt, wie Sie die unterschiedlichen Gefühle mit Medien verknüpfen können. Ich hoffe, dieses Video konnte Sie ein wenig inspirieren, sich mit Ihren Schülerinnen und Schülern bzw. in Ihrem Gegenstand mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich wünsche Ihnen alles Liebe und hoffe, wir hören, sehen uns bald wieder aus dem Büro.